Aktuell weisen sehr, sehr viele Indikatoren darauf hin, dass wir vor einer massiven Volatilität stehen. Im heutigen Video schauen wir uns genau diese Indikatoren an, um herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wirklich ist. Ebenfalls reden wir über die Digital Currency Group, über einen Rekonstruktionsplan. Wir reden über FTX und Spenden in Höhe von Millionen, auch tatsächlich an die aktuelle Regierung. Und wir reden unter anderem über Binance, die tatsächlich Ein- und Auszahlungen für einige Kunden für einen gewissen Zeitraum einstellen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über die verschiedensten Themen, die im Intro bereits genannt wurden. Aufgrund dessen reden wir gar nicht lange um den heißen Brei. Ihr könnt es super gerne in der Bewertung und einen Kommentar da lassen, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank für den Support, Freunde. Ich bin immer noch begeistert, wie stark der Support ist, trotz der aktuell sehr bärischen Phase. Lasst uns jetzt auf die erste Folie springen und so sehen wir Bitcoin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 30.000 US-Dollar. Heute ist der letzte Tag, wo ich Spätschicht habe. Also diese Kurse können etwas versetzt sein. Zudem kommt auch noch, dass nachher die Rede von Jerome Powell folgen wird, möglicherweise bzw. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zwischen der Aufnahme jetzt gerade und dem Veröffentlichen des Videos. Ich kann es leider nicht anders machen, deswegen wir reden gar nicht länger darum. Wir springen mal direkt auf den ersten Punkt und schauen uns an, was momentan on-chain-technisch bzw. im Hintergrund so passiert. So werfen wir zu Beginn erstmal einen Blick auf die Bitcoin-Miner, die hier natürlich dank der steigenden Hashrate mit einer immer höheren Schwierigkeit konfrontiert sind. Die aktuelle Schwierigkeit, die sich quasi auf einem Allzeithoch befindet, wird zwar in 5 bis 6 Tagen möglicherweise leicht korrigiert, dennoch ist sie historisch gesehen immer noch sehr hoch. Da wir auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen, ob wir wirklich sicher aus dem Bärenmarkt raus sind, kann man es vor allem den Bitcoin-Minern eben nicht verübeln, dass sie einige Bitcoin-Bestände abstoßen. Aktuell sehen wir, dass die Net-Position der Miner etwas rückläufig ist. Wir haben uns bereits vor einigen Wochen darüber unterhalten. Bei massiven Kursanstiegen sehen wir natürlich, dass die Miner hier einige Gewinne realisieren. Und je länger wir uns hier tatsächlich auch wieder in dieser Seitwärtsbewegung wiederfinden, bei ungefähr 23.000 US-Dollar, desto stärker ist die eben auch die Dynamik des Abverkaufs der Bitcoin-Miner, denn sie müssen natürlich sicherstellen, dass sie auch für die nächsten möglicherweise schwierigen Phasen gut gewappnet sind. Auch die On-Chain-Analyse-Ressource Glassnode nahm Bezug auf die aktuelle Bewegung und stellte fest, dass die Dynamik der Bitcoin-Miner-Abverkäufe stärker zunimmt. So sehen sie bzw. betonen sie, dass die Bitcoin-Miner-Reserven aktuell recht stark rückläufig sind. Wir dürfen nicht vergessen, sie besitzen immer noch weit über 1 Million Bitcoins, also geringe Bestände kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir sehen doch, dass sie gerade in den letzten Tagen immer stärker gewillt sind, hier auch Gewinne in Anführungsstrichen zu realisieren. Philip Swift, Mitbegründer von Decentrader, ging beispielsweise auch auf die aktuellen Bewegungen ein und betonte sie als eine Entlassung für die Bitcoin-Miner. Letzte Woche sprach er beispielsweise den Pure Mutable an, der aktuell Hinweise darauf gibt, dass wir tatsächlich die Kapitulationszone verlassen. Er signalisiert eine bessere Rentabilität in Bitcoin und er betonte, nach 191 Tagen in der Kapitulationszone ist der Pure Multiple gestiegen. Für Miner ist dies eine Entlastung, da sie immer mehr Einnahmen und weniger Verkaufsdruck haben. Also eine positive Entwicklung, die natürlich allerdings auch wieder rückläufig werden könnte. Rückläufig könnte sie natürlich werden, wenn der Bitcoin eine Trendwende sieht und stärker abverkauft wird und zumindest eine erhöhte Volatilität, in welche Richtung sie auch schießen wird, wird aktuell erwartet. Der NVT-Indikator ist aktuell auf einem Niveau, den wir bereits seit 2 Jahren nicht mehr gesehen haben. Er misst hierbei on-chain-technisch die Übertragung tragenden Bitcoins im Vergleich zur Marktkapitalisierung. Zusätzlich wird noch ein 90er Tages Moving Average des Transaktionsvolumens anstelle von Rohdaten verwendet, also hier tatsächlich ein Durchschnitt über einen längeren Zeithorizont. Willy Wu betonte, dass sich dies als nicht nachhaltig erweisen könnte. Anhand dieser Grafik sehen wir, wie das Ganze vor allem eben mit dem jüngsten Kursanstieg weiter quasi fast schon exponentiell nach oben durchgeschossen ist. Auch Charles Edwards, CEO der Crypto-Investment-Firma Capriole, betonte erst gestern, der NVT bei Bitcoin signalisiert eine Wertnormalisierung und den Beginn eines neuen Marktregimes. Diese Nachricht ist durchgehend die gleiche und häufig mittel- bis langfristig nicht so gut. Kurzfristig sehen wir hier in der Regel Volatilität. Also es ist aus dieser Sicht definitiv mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen und auch der Volatilitätsindex, der nicht die Volatilität für den Krypto, sondern vor allem für den Aktienmarkt misst, zeigt uns momentan, dass er möglicherweise von seiner Trendlinie nach oben hin abprallt und zwar eine Trendlinie, die er bereits seit 2018
2018 verfolgt ist. Somit sehen wir, dass der Volatilitätsindex stetig seit 2018 einen immer höheren Boden gebildet hat. Auch aktuell befinden wir uns auf einem Niveau, wo er zumindest die letzten vier Male ins Positive nach oben geschossen ist. Eine positive Entwicklung auf dem Volatilitätsindex bedeutet einfach eine erhöhte Volatilität. Das beste Beispiel ist hier in der Mitte, wo wir hier 2020 sehen. Dort ist die Volatilität nach oben geschossen. Das war eben unser Covid-Crash von damals, wo wir quasi ja innerhalb eines Black Swan-Events einen massiven Abverkauf an den Gesamtmärkten gesehen haben. In welche Richtung hierbei der Kryptomarkt allerdings schießt, bleibt natürlich abzuwarten. Was wir allerdings festhalten können, ist, dass das offene Interesse im Verhältnis momentan eher tatsächlich auf Long gesetzt ist. Die jüngsten positiven Kursentwicklungen haben natürlich zur Euphorie beigetragen. Gerade auf Krypto-Twitter haben sehr, sehr viele sehr, sehr bullisch gesprochen und gesagt, dass die 25.000 US-Dollar hundertprozentig kommen werden. Dementsprechend sind auch die Long-Short-Verhältnisse aktuell aufgebaut. Wir sehen, dass wir hier vor allem zum Jahreswechsel, als der Bitcoin eben ins Bullische getrennt ist, ein ziemlich starkes Shifting gesehen haben von eher Short zu eher Long, was natürlich auch bedeutet, dass wir bei einem stärkeren Abverkauf hier mit einigen Liquidationen rechnen müssen. Auch der Akkumulationstrend, die Exchange Accumulation Ratio, ist momentan in einem interessanten Bereich, wie ich finde. So heißt es von einem Crypto-Quant-Analysten zu dieser Grafik, die Kennzahl teilt die 10 wichtigsten Devisenabflüsse durch alle Devisenabflüsse. Sie zeigt den Prozentsatz der Abflüsse, die von Wahlen getätigt werden, und wie wir sehen, ist das Ganze hier aktuell extrem rückläufig. Ebenfalls können wir festhalten, was passiert, wenn diese Grafik nach unten hindurchbricht, beziehungsweise unter das rote Band von knapp 46 Punkten. Es ist ein sehr bärisches Signal. Auf der anderen Seite ist das Signal von grün mit knapp 53 beziehungsweise ab 53 Punkten sehr bullisch. Meiner Meinung nach sollte man definitiv momentan ein wenig vorsichtig sein, denn auch mit Hinblick auf den US-Dollar signalisiert dieser momentan, dass wir vor einer erhöhten Volatilität stehen könnten. Bereits gestern haben die Aktienmärkte nicht unbedingt bullisch geschlossen und auch letzte Woche gab es natürlich einige Dämpfer. Der US-Dollar-Index auf der anderen Seite konnte sich in den Tagen wieder relativ stark durchsetzen und wurde gestern mit 103,6 Punkten auf dem höchsten Stand seit dem 9. Januar gehandelt. Der Trader und Analyst betonte, es scheint, dass der Dollar versucht, seinen jährlichen Aufwärtstrend zurückzuerobern. Dies sind schlechte Nachrichten für Krypto und Aktien, da dies auf einen Rückzug bzw. eine Fortsetzung des Bärenmarktes hindeuten wird. Diese Woche wird sehr wichtig, eine Rückeroberung des Trends. SPX verliert 4.100 Punkte und ich wende mich wieder dem bärischen Makro zu. Dementsprechend befinden wir uns auch hier momentan an einem wichtigen 50er-Tages-Moving-Average und auch der MACD zeigt uns möglicherweise, dass wir hier bald wieder eine Wendung sehen können. Wäre eben auch verständlich, denn der US-Dollar sah eben jetzt über einen längeren Zeithorizont, also über mehrere Monate, hier tatsächlich einen stärkeren Abverkauf, was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Diese FTX-Geschichte ist zu einem Zeitpunkt passiert, wo der Aktienmarkt schon wieder einen schönen Aufschwung gesehen hat. Also diese Rallye, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, die existiert schon etwas länger, gerade auch für den Aktienmarkt. Das darf man nicht vernachlässigen. Dementsprechend wäre es auch nicht so unrealistisch, wenn wir hier wieder eine Trendwende sehen, was eben gerade beim US-Dollar-Index jetzt in der aktuellen Woche besonders interessant wird, denn wir sehen, wie er hier an diese 50er Daily Moving Average Linie läuft und ja, das ist kein Hexenwerk, wir können uns einfach die Vergangenheit angucken und sehen ganz klar, dass diese Linie oftmals als Unterstützung oder teilweise eben auch als Widerstandsband gedient hat. Es ist also extrem spannend und gerade die nächsten Tage werden noch besonders interessant. Gleichzeitig sehen wir allerdings auch in der aktuellen Woche eigentlich keine großen, extrem brisanten Nachrichten, auch wenn heute beispielsweise Jerome Powell, also der US-Notenbankvorsitzende, vom Rednerpult steht, beziehungsweise einige Worte verlieren wird. Das kann den Markt natürlich in Volatilität setzen. Aller spätestens erwarte ich hier allerdings nächste Woche eine erhöhte Volatilität, wenn eben die neuen Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten gemeldet werden. Zuvor könnte die Dynamik im Crypto-Space natürlich schon mal etwas stärker werden, denn auch hier gibt es interessante Informationen. Zu Beginn sprechen wir erstmal über Genesis, denn die Gläubiger erwarten zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich zumindest eine Rückzahlung von um die 80%. Das Unternehmen ist ja vor einigen Wochen offiziell in die Insolvenz nach Chapter 11 eingetreten. Nun gab Genesis Global bekannt, dass sie eine, ich zitiere, grundsätzliche Einigung mit der Digital Currency Group, also mit der Muttergesellschaft, getroffen haben, die schließlich zum Verkauf ihres Crypto Trading und Market Making Bereichs im Rahmen der Umstrukturierungsbemühungen vorsieht. Die Digital Currency Group, also die Muttergesellschaft, würde dann ihren Eigenanteil von Genesis Global Trading, der Makler-Tochtergesellschaft von Genesis, in die Genesis Global Holdco, also die Holdinggesellschaft von Genesis,
einbringen. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist allerdings relativ simpel. Das Unternehmen möchte sich eben von einigen Armen trennen bzw. einige Arme verkaufen, um zusätzliches Kapital zu beschaffen. Eine riesige Summe besteht ja beispielsweise auch in den Schulden, die hier an der Digital Currency Group geschuldet werden. Wir reden von knapp 1,1 Milliarden US-Dollar, die dann spätestens im Jahr 2032 gezahlt werden sollten. Die aktuelle Einigung beläuft sich darauf, dass das Ganze in Form von wandelbaren Vorzugsaktien hier rausgegeben wird. Ebenfalls wird ein Darlehen in Höhe von 526 Millionen US-Dollar refinanziert. Dieses sollte bereits im aktuellen Jahr abbezahlt werden. Die aktuelle Vereinbarung sieht auch vor, dass die Kryptobörse Gemini, die hier große Anteile bzw. große Investitionen über Genesis getätigt hat, knapp 100 Millionen US-Dollar zum aktuellen Verlustkapital dazu steuert. Damit wollen sie eben auch das Ganze etwas ausgleichen, um ihre Kunden wieder ausbezahlen zu können. Ebenfalls werden wir wahrscheinlich jetzt sehen, dass Genesis Global Trading zum Verkauf bereitgestellt wird. Interessant wird es natürlich hier, wo die Interessenten herkommen, wenn es Interessenten gibt und was sie bereit sind zu bezahlen. Das hat natürlich nochmal einen Einfluss darauf, was die Kunden am Ende des Tages zurückerhalten. Es wird allerdings jetzt gerade erwartet, dass eine Rückgewinnungsrate von etwa 80% eingehalten werden kann. Das ist natürlich nicht alles, definitiv nicht, aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Unternehmen befindet sich nicht in einer Insolvenz, weil sie solvent sind, sondern weil sie eben insolvent sind. Eine Rückzahlung von 80% ist deutlich besser, als wir in vielen anderen Insolvenzfällen sehen. Ich bin froh, dass wir hier zumindest eine relativ schnelle Klärung sehen und dass kein Prozess ist, der über Jahrzehnte oder irgendwie so etwas läuft. Und nein, das ist nicht unrealistisch. Auch die Gelder aus dem Mt. Gox-Fall sind aktuell immer noch nicht ausgezahlt. Genauere Informationen bzw. den genaueren Umfang, wie viel Prozent tatsächlich zurückgezahlt werden, das ist eben aktuell eher abzuschätzen, weil man eben aus verschiedenen Punkten noch nicht wirklich weiß, wie viel Geld aus den verschiedensten Liquidierungen hier am Ende des Tages rauskommt. Und zu diesen Liquidierungen zählen natürlich auch dann die Verkäufe von einigen Unternehmensbereichen. Wo wir gerade beim Verkauf, Kauf und so weiter sind, so kommen wir kurz auf Binance zu sprechen, denn die Kryptohandelsplattform wird für eine gewisse Zeit Banküberweisungen in Form von US-Dollar aussetzen. Konkret heißt es in ihrem offiziellen Schreiben, wir setzen US-Dollar-Banküberweisungen ab dem 8. Februar vorübergehend aus, betroffene Kunden werden direkt benachrichtigt. Auch wenn man jetzt denken könnte, US-Dollar ist hier ein weit verbreitetes Handelspaar auf Binance, betrifft diese Aktion lediglich 0,01% der aktiven monatlichen Benutzer, so bestätigt es das Unternehmen selber gegenüber Bloomberg. Andere Methoden zum Kauf und Verkauf, so beispielsweise in Form von Kryptowährungen oder Kreditkarte, auch mit Hilfe von Google und Apple Pay werden in Zukunft auch weiterhin unterstützt. Es geht wirklich nur um Fiat-Banküberweisungen in Form von US-Dollar. Auch Ein- und Auszahlungen in Form von Euro etc. werden hiervon nicht betroffen sein. Ob die aktuelle Sperrung irgendwas mit Silvergate oder ähnliches zu tun hat, ist momentan nicht bekannt. Ich hatte bereits vor einigen Wochen oder einigen Tagen darüber berichtet, dass Binance aktuell einige Probleme mit einigen Zahlungskorridoren hat, beziehungsweise mit einigen Banken, die sie hier nutzen, um eben diese US-Dollar-Ein- und Auszahlungen zu ermöglichen. Einige Banken ziehen sich nämlich aktuell aus dem Kryptogeschäft zurück und sagen beispielsweise, wir verarbeiten nur noch Transaktionen mit einem Wert von 100.000 US-Dollar oder plus. Und hierbei handelt es sich eben nicht um den Durchschnittsinvestor, der eben solche Beträge ein- und auszahlt. Auch im Falle FTX gibt es eine interessante Entwicklung. Hierbei sprechen wir über die Spenden. Bereits vor einigen Wochen habe ich darüber berichtet, dass FTX natürlich große Spenden an viele verschiedene Politiker und auch andere Interessensvertreter getätigt hat. Das genaue Volumen, der genaue Umfang ist aktuell nicht wirklich bekannt, wobei es sich etwas herauskristallisiert. Muss es auch, denn das Management von FTX hat nun alle gespendeten, in Anführungsstrichen, Ämter aufgefordert, bis zum Ende des Monats alle Spenden wieder zurückzubezahlen. Ja, ganz genau, FTX fordert alle Spenden, die sie getätigt haben, nun eben wieder zurück. Das Ganze natürlich auch nicht ohne Grund. Es geht natürlich darum, dass hier die Kunden wieder etwas ausgezahlt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt betont der FTX-Anwalt, man habe bis zum 11. Januar 5 Milliarden US-Dollar in Form von Bargeld und liquiden Kryptowährungen zurückholen können. In der offiziellen Erklärung von vor zwei Tagen hieß es hierzu, die FTX-Schuldner schicken vertrauliche Nachrichten an Politiker, politische Aktienfonds und andere Beitrags- und Zahlungsempfänger, die von oder im Auftrag des FTX-Schuldners Samuel Bankman-Fried oder anderen Führungskräften der FTX-Schuldner getätigt wurden. Diese Empfänger sollen die Gelder an die FTX-Schuldner bis zum 28. Februar 2023 zurückzahlen. Sollten diese Zahlungen nicht getätigt werden, dann fallen hier sogar tatsächlich Zinsen an. Es gab bis gestern auch noch keine offizielle Tabelle mit den Personen und Organisationen, an die das Geld tatsächlich gespendet wurde. Nun wurde jetzt allerdings eine solche Liste veröffentlicht. Da können wir natürlich nicht durchgehen, weil diese Liste sehr, sehr lang ist. Man kann allerdings natürlich sich mal auf die ersten
paar Zeilen hier so ein bisschen konzentrieren. Hier sehen wir unter anderem an zweiter Stelle den Biden Victory Fund. Also hier tatsächlich viel Geld, was natürlich auf Regierungsebene geflossen ist. Bereits im Jahr 2020 war SBF hier der zweitgrößte CEO-Beitragende der Kampagne von Joe Biden. Dabei hatte er damals 5,2 Millionen US-Dollar gespendet und bei den Midterm-Wahlen im November räumte er ein, er hätte den demokratischen und republikanischen Kandidaten beträchtliche Summen zukommen lassen. Nun wird das Geld eben zurückgefordert. Im Zeitraum von März 2020 bis November 2022 sind hier Gelder in Höhe von 93 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Das Management von FTX hatte die verschiedensten Parteien bereits schon seit dem 19. Dezember aufgefordert, die Gelder hier zurückzugeben. Nun müssen Spenden, die eben nicht zurückgezahlt wurden, tatsächlich mit Zinsen zurückgezahlt werden, so hieß es im Schreiben. Sollten diese Zahlungen nicht freiwillig zurückgegeben werden, behalten sich die FTX-Schuldner das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Rückgabe dieser Zahlungen mit Zinsen ab dem Tag der Einleitung der rechtlichen Schritte zu erwirken. Also man geht hier tatsächlich jetzt den ernsten Weg. Ich finde es interessant, auf der einen Seite, ja gerade bei politischen Entscheidungsträgern, finde ich es gar nicht so verwerflich, dass hier auch das Geld zurückgezahlt werden muss. SBF hatte allerdings tatsächlich auch an einige wohltätige Organisationen gespendet. Da finde ich das jetzt so ein bisschen, ja, es ist schwierig. Auf der einen Seite steht den Menschen, die hier das Geld an die Kryptohandelsplattform eingezahlt haben, natürlich das Geld zu, ganz klar. Auf der anderen Seite, ja, wenn es hier um 0,002% des verlorenen Geldes geht, was hier irgendwie an irgendwelche Charity-Organisationen geflossen ist, wo das Geld jetzt tatsächlich auch schon genutzt wurde. Ja, finde ich es moralisch ein bisschen schwierig. Lasst mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Was meint ihr? Sollte man hier wirklich jeden Cent zurückfordern oder vielleicht bei einigen Charity-Organisationen das ein oder andere Auge zudrücken? Politische Entscheidungsträger ist allerdings klar, die sollen das Geld definitiv zurückbezahlen. Kommen wir zu guter Letzt noch auf eine meiner Meinung nach sehr interessante Sparte zu sprechen. Es geht um die Dezentralität bzw. um eine interessante Protokollabstimmung. Es geht um das Uniswap-Protokoll, denn die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz hat sich gegen einen endgültigen Vorschlag von Uniswap V3 ausgesprochen. Hierbei geht es darum, auf Uniswap V3 die BNB-Kette unter der Verwendung der Wormhole Bridge mit einzusetzen. Das Ganze bzw. dieser Implementierungsvorschlag wurde über die DAO, die dezentrale autonome Organisation, frei rausgegeben. Es funktioniert so, es wird ein Vorschlag gemacht. Diesen Vorschlag können sich dann die verschiedensten Parteien anschauen, dann dementsprechend darüber entscheiden. Je nachdem, wie viele Tokens du hast, hast du dementsprechend auch mehr Stimmrecht. Das Ganze soll eben für die Dezentralität sorgen, weil jeder Anleger hier eben mitwenden kann. Im Vorfeld stimmen knapp 20 Millionen Stimmen für eine Implementierung, rund 4,9 Millionen Stimmen gegen eine Implementierung. Damit haben wir ein Verhältnis von knapp 80 zu 20. Ab dem 5. Februar, also vor zwei Tagen, kam dann allerdings eine große Tranche an Nein-Stimmen. Mit knapp 15 Millionen Uni-Tokens setzte sich die Venture-Firma durch, also Andreessen Horowitz, und stimmte gegen den Vorschlag. Wir sehen hier in Rot tatsächlich die Gegenstimme, die natürlich dadurch dann am Ende des Tages hier gerade überwiegt. Diese 15 Millionen Tokens, die hier von Andreessen Horowitz eingesetzt wurden, sind tatsächlich auch wahrscheinlich nicht alle, über die sie verfügen. Insgesamt gibt es 14 Wallets, die in Verbindung mit der Risikokapitalgesellschaft bestehen. Wir reden hier von insgesamt rund 41,5 Millionen Tokens, die knapp 4,15% des Gesamtangebots sind. Das Gleiche zeigt uns allerdings auch, okay, 40 Millionen Tokens sind 4%, was auf der anderen Seite bedeutet, dass die aktuelle Abstimmung natürlich nicht von sehr, sehr vielen Leuten im Netzwerk hier unterstützt wurde. Wir reden hier von nicht einmal 4% der Uni-Bestände, die hier tatsächlich insgesamt genutzt wurden, um bei dieser Abstimmung teilzunehmen. Das Netzwerk könnte also sich definitiv auch noch stärker für eine solche Implementierung aussprechen, wenn eben die Community hier etwas stärker abstimmen würde. Man kann der Risikokapitalgesellschaft auch eigentlich keinen Vorwurf machen, denn natürlich handelt es sich hier einfach nur um eine Interessensentscheidung. In diesem Vorschlag entscheidete man sich für die Wormhole Bridge. Tatsächlich unterstützt Andreessen Horowitz allerdings das Layer Zero Interoperabilitätsprotokoll. Es wäre also hier eine Implementierung, die nicht zugunsten von Andreessen Horowitz ausfallen würde, weshalb man eben auch nachvollziehen kann, dass sie hier einen Großteil der Stimmen abgegeben haben, um eben die Community bzw. die Abstimmung auf ihre Interessenseite zu ziehen. Auf der anderen Seite prüft die Investmentfirma jetzt Layer Zero hier als Ersatzbrücke für eine zukünftige Abstimmung mit reinzubringen. Bereits in einer Vorschlagsdiskussion am 31. Januar betonte das Unternehmen, um ganz klar zu sein, wir bei A16Z, also Andreessen Horowitz,
hätten 15 Millionen Token für Layer Zero gestimmt, wenn wir technisch dazu in der Lage wären. Und wir werden in der Zukunft in der Lage sein, Schnappschüsse abzustimmen. Zählen Sie uns also zum Zwecke einer Temperaturprüfung bitte so. Das ist jetzt hier natürlich 1:1 übersetzt, aber ich denke mal, es wird klar, das Unternehmen setzt sich eben für seine Interessen ein und ja, man kann es ihnen eben auch nicht verübeln. Zudem steht die Wormhole Bridge sowieso ziemlich stark in der Kritik. Letztes Jahr war sie Opfer eines der größten Hackerangriffe bzw. Exploit-Angriffe überhaupt. Wir reden über 320 Millionen US-Dollar. Die Tokens wurden ohne Sicherheit auf Solana geprägt und anschließend gegen Ether umgewandelt. Ebenfalls wird Layer Zero eben von Andreessen Horowitz ziemlich stark unterstützt. Im März sammelte das Protokoll für dezentrale On-Chain-Anwendungen rund 135 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde ein, in der eben unter anderem auch Andreessen Horowitz hier vertreten war. Das Projekt wird im Allgemeinen ziemlich stark von großen Kapitalgebern unterstützt. Behaltet es also im Hinterkopf, Layer Zero könnte noch richtig interessant werden. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Ihr wisst es ja, um mich und meine Arbeit zu unterstützen, könnt ihr diese Videos gerne bewerten und kommentieren. Es hilft definitiv, dem Algorithmus etwas anzuheizen und auch gegen die Bots anzukämpfen. Es tut mir leid für die ganzen Spam-Kommentare. Ich vergebe wirklich mein Bestes, hier die Bots und die ganzen Spam-Kackdinger in den Kommentaren wegzublocken und wegzubannen. Die kommen allerdings so schnell, dass ich da kaum gegen ankomme. Ich habe mehrere hundert, wenn nicht sogar schon tausende Nutzer auf diesem Kanal hier deaktiviert bzw. gesperrt. Diese ganzen Spammer und Bots, aber ja, du brauchst halt bei Google eine E-Mail-Adresse, die du dir schnell generieren kannst bzw. bei Google direkt generieren kannst und schon hast du einen neuen Account und das machen eben auch die ganzen Spammer. Deswegen kommt man da leider kaum gegen an. Dennoch bedanke ich mich bei euch für den Support, auch wenn es extrem nervt, dass bei einem Kommentar nach 2 Minuten irgendein Bot darunter kommentiert. Dennoch danke für den Support. Bis morgen. Ciao, Freunde.